In der ersten öffentlichen Vorführung in einem gut ausgestatteten Kino konnte ich am Freitag erste Eindrücke vom JVC DLA NX9 sammeln. Obwohl es sich um ein Vorseriengerät handelt, haben mich die für eine 3,80 Meter breite Leinwand hellen und scharfen Bilder überzeugt. Meine Filmaufnahme in Full HD kann nur unvollkommen wiedergeben, wie gut diese Performance mit natürlichen Farben auch bei Hauttönen war. Zum ersten Mal hat mich auch HDR bei einem Beamer überzeugt. Leider hatte ich in dem vollbesetzten Kino einen äußeren Platz, dafür aber in der ersten Reihe. Also erstmal willkommen hier auf der IFA in Berlin, im JVC-Kino. Mittlerweile haben wir ja schon öfters jetzt dieses Kino hier gebaut. Wir haben auch dieses Jahr natürlich wieder unsere Partner. Eine Partner ist MS Technik, Michael Schiffers, der mir hier auch immer hilft, diese ganzen Geräte aufzubauen. Dann natürlich Quadral, von denen wir immer die Sound-Lautsprecher bekommen. Wir haben auch hier natürlich Atmos verbaut mit 4 Lautsprechern in der Decke. 2 haben wir hinten. Hier haben wir die Vulkan vorne. Wir haben auch den mittleren Sender, 2 Subwoofer. Dann haben wir den großen DEN-Receiver noch mit einer Endstufe für die Vulkan. Dann natürlich Stuart Screen, die von Screen Professional vertrieben wird. Das ist auch der Ralf Lulay, der mir dieses Jahr auch hilft und meine Vorfilme unterstützt. Der ist da noch draußen, der kommt nachher noch dazu. Und Michael Schiffers, unser Kinoteam besteht aus Ralf und wie gesagt aus dem Cinemike und mir. Und wir werden das jetzt die ganzen Tage eben halbstündig diese Vorführung machen. Präsentieren tun wir dieses Jahr, und da bin ich sehr stolz drauf, eine komplett neue DLA-Gerätegeneration, die auf nativ 4K basiert. Und hier haben wir auch 3 neue Modelle. Das ist einmal der N5, dann der N7 und der NX9. NX9 steht jetzt hier nochmal so als mal anzugucken, wie das Gehäuse aussieht. Und ist also auch sehr, sehr qualitativ sehr hochwertig. Wiegt mittlerweile, ich glaube, 20 Kilo fast. Ja. Also das ist schon sehr professionell aufgebaut. Wir haben hier zum Beispiel beim N9 die Optik vom Z1 eingebaut, das Objektiv. Und kommen hier auf eine sehr, sehr gute Schärfe. So, jetzt lassen wir kurz mal das Video laufen. Da sind eigentlich alle wichtigen Daten. Von welchem Beamer war eben das Video eigentlich? Der eben lief. Das Video? Ja, von welcher Beamer war da im Einsatz? Achso, wir haben den NX9 im Einsatz. Sorry. Den 9er? Ja. Ah ja, okay. Der 9er, wir werden auch die Vorwinkel nicht wechseln können, das ist ein bisschen aufwendig. Ja, ja, das ist in Ordnung. Ist E-Shift an oder aus? E-Shift ist an, also der läuft ja mit 8K E-Shift. Okay. Und hat der schon Laser, der 9er, oder wie war? Ich sag gleich noch was dazu. Ach so, okay. Thank you.
Das war jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Also alle drei Modelle basieren auf der dänischen Lampe. Das sind alles Lampengeräte. Das ist also, auch der große ist kein Laser. Ach so, das okay. Sind alle auf Lampe. Die Unterscheidung ist eigentlich die, dass man beim N5, beim N7 sich auf die, auf die, das Objektiv von der X-Serie eigentlich bedient, mit ein paar Anpassungen noch, dann wirklich 4K-Qualität auch bei den kleinen Geräten wirklich auf die Leinwand zu bekommen. Der N7 hat zusätzlich noch den Farbfilter, damit man auf diese IP3-Farbraum kommt. Und bei dem NX9 eben die Z1-Optik, das ist eben da das Wichtigste. Und natürlich auch die Zusatz mit dem 8K E-Shift, das heißt, hier wird die Auflösung nochmal verdoppelt. Das aber nur intern, das heißt, es kann in dem Fall jetzt kein 8K zugespielt werden. Da gibt es noch nicht die technischen Voraussetzungen. Der DCI-Filter, wie viel Licht nimmt das aus? Also ich konnte das leider nicht messen, aber nach Aussagen 18% to say, für den DCI-Filter von N7. Kommt es gleich, dass es kostet? Also eben stand da 2200 Lumen. Ja, so 1500 Lumen. Calibrated, maybe? Wir müssen den auf HDR10 einstellen, weil der Media Player, den wir hier haben, der bringt keine Daten, keine Metadaten raus, da müsste man ihn selbst auch einstellen. Aber wir haben jetzt hier E-Shift natürlich an. Das ist die Hi-Res-Einstellung. Hier gibt es Hi-Res und Standard. Also Hi-Res, wir spielen damit 4K nativ zu, deswegen nehmen wir hier natürlich auch die Hi-Res-Einstellung. Und die Motion Control ist in dem Fall eigentlich egal, weil das ein 60 Hertz Video ist, was zum Beispiel. Dass Farbe gegen Helligkeit ein bisschen Relation setzt, sodass man halt, ich meine, es hat dann keinen Wert, wenn man einen großen Leinwand hat und man verliert zu viel Licht, dann hat man natürlich auch letztendlich das HDR nicht mehr so. Deswegen hat man da einen HDR-Farbraum gesetzt, der letztendlich das Bestmöglichste an Farben und Helligkeit eben dann daraus zieht. Als wichtiger Punkt ist noch dieses Autotone-Mapping im HDR-Bereich. Da kann man nun die Werte, die bei der UAD hinterlegt sind, mit Max Fall und Max LL, also diese maximale Helligkeit und auch die Durchschnittshelligkeit, die wird ausgelesen und wird dann entsprechend diesen Daten, wird dann das HDR voreingestellt. Und das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Bei UADs, wo jetzt keine Daten drin sind oder die vielleicht fehlerhaft sind, kann man dann natürlich auch händisch eingreifen, indem man die automatisch ausschaltet und dann wie gewohnt eigene Werte einsetzt. Was auch noch sehr zu erwähnen ist, die Zwischenberechnung, das Clear Motion Drive, wie man das bei JVC nennt, ist komplett neu entwickelt, arbeitet mittlerweile, habe schon viele Antworten darauf bekommen, sehr, sehr gut und sehr zuverlässig. Wurde es von der Z1-Modell genommen, diese 4K-FI? Also der Z1-Modell hatte... Ja, das hat damit also es ist komplett neu, okay. Ja. Excuse me, can you give us some info regarding the screen? How big is the screen? What gain is it? Gain is 1.3. Okay. 1.3. 1.3. And how big is the screen? 3.80 meters. 21:9. And are we looking now at high lamp or low lamp? High lamp. The 8K E-Shift Gerät kann nur 4K in die Linie. Okay. Es wird nur intern geschiftet.